Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knorte. Sag mal, hast du schon von der Randale da in da drüben bei unseren europäischen Nachbarn gehört? Nee, oder doch? Schreib mal schnell. Dafür sind die Kommentare da. Ja, natürlich habt ihr alle schon was von gehört, ne? Aber was da wirklich Sache ist und worum sich da drehen tut und wie das aussieht und ob das hier auch nach uns kommen tut, ne? Das gucken wir mal nach dem Intro. Bis gleich. Also, meine lieben Freunde, da drüben, bei unseren lieben europäischen Freunden, da in dem Frankenreich, ne? Da drüben, da wo die Franken regieren, da. Ja, nee, auch nicht. Aber so ähnlich, ne? Also auf jeden Fall da drüben, ne? Da sind ja im Moment Zustände wie im Dritten Weltkrieg, so ähnlich, nicht ganz. So Dritten Weltkrieg ohne Atomwaffen, ne? Ja, was ist denn da los? Ja, da ist wohl einer von der Polizei erschossen worden. Ein 17-Jähriger. Ey, die Polizisten da in Frankenreich, die sind ja noch schlimmer wie unsere. Die haben den einfach abgeknallt. Langsam. Weil ihr nicht die Tatsachen verdreht, ne? Also, guck mal. Da ist so ein 17-Jähriger Bengel mit ausländischen Wurzeln, mit dem Asylstatus in eine Polizeikontrolle gekommen. Ja. Kommt hier auch schon mal vor. Aber mit 17 spielt jetzt erstmal keine Rolle. Also, und da ist der abgehauen vor den Sheriffs aus Frankreich. So, und die sind ja nicht blöd, ne? Hinterher Verstärkung rufen. Und dann haben die eine Straßensperre gemacht. Und dann ist der Jung, der Bengel da, einfach auf die Straßensperre zugerast. Auf die Straßensperre. Und da hat ein Polizist keine andere Möglichkeit gesehen, wie sich selber zu schützen und die Schusswaffe zu gebrauchen. Oh. Hätte der denn sonst Platz gefahren? Wäre das dann so? Wäre dann da der Polizist tot? Ja, dann kann ich das verstehen. Ja, aber die lieben anderen Flüchtlinge, die können das nicht verstehen. Ob es jetzt alles Flüchtlinge sind, die da die Randale machen, auf jeden Fall rufen sie Ali ist dankbar oder wie das da heißt, ihren Schlachtruf. Und alles Migranten, alles Zugewanderte. Nicht offiziell, nur Zugewanderte. Oha, da haben wir ja auch hier recht viele von. Junge, alleinstehende Männer. Aber ich habe ja damals schon gesagt, da kommen keine Flüchtlinge, da kommen Soldaten. So, und die Franzosen da, die haben jetzt hier fett mal weg, ne? Die haben die nämlich auch einfach aufgenommen. Einfach mal so. Ja, das Schöne ist, es brennen Barrikaden, es brennen Autos, Häuser werden demoliert und zerstört. Selbst Polizeiwachen und Böden brennen in Frankreich. Oh, ja, was heißt das denn jetzt? Das ist ja nicht nur so ein paar Ausschreitungen. Das ist ja schon, ist das nicht schon Bürgerkrieg? Ja, Bürgerkrieg. Nein. Für Bürgerkrieg müssten die Migranten ja Bürger von Frankreich sein. Sind sie aber nicht. Haben entweder einen Asylantrag gestellt oder sind nur geduldet oder wie auch immer sind das keine Franzosen. Und somit ist es kein Bürgerkrieg. Man hört ja auch hier in der Presse überhaupt nichts von Bürgerkrieg. Gar nichts. Nee, hast du wohl wahr. Die sagen da nur, da ist ein bisschen Randale. Hier so, ARD und ZDF. ZDF, ich lach mich weg. Komm ich mal wieder drauf, ne? Ja, die informieren uns wieder so richtig doll. Ja, und was ist das? Bleibt das denn jetzt da drüben in Frankreich? Weil ich hab gehört, das soll ja schon nach Belgien übergeschwappt sein. Also das kommt ja immer näher. Ja, ob das hier hinkommt, gucken wir gleich mal. Ich war ja noch gar nicht fertig, ne? Weil da war jetzt einer von der UN, United Nations, Namen nenne ich hier nicht, wir wollen ja nichts riskieren, ne? Auf jeden Fall, da hat einer gesagt, eine ganz einfache Lösung, wie man das Problem lösen kann. Ja, da habe ich auch von gehört, ne? Der hat doch tatsächlich gesagt, man muss mal bei der Polizei gucken, warum da so viele Rechtsextreme am Arbeiten sind, ne? Ja, so ein Polizist, der darf nicht rechtsextrem sein. Absolut nicht.
Da bin ich auch nicht für. Auch nicht linksextrem oder sonst irgendwie extrem. Er hat noch klar zu sein und dem Volke zu dienen, so blöd ist. Aber tun sie auch nicht mehr. Ne? Die dienen ja nur noch den hohen Herren von der Politik. Ne? Ob das alle richtig ist oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, und wenn das wirklich die Lösung ist, ne, dann lass uns mal ganz, ganz schnell hier in Deutschland die rechtsextremen Polizisten rausschmeißen. Ja, natürlich ist das die Lösung. Es wird wieder alles brav auf rechts geschoben. Da der Junge Polizei bekannt war, da der Junge hätte schon längst abgeschoben werden müssen, da der Junge ohne Führerschein gefahren ist, das spielt alles gar keine Rolle. Dass der Junge sogar den Polizisten über den Haufen fahren wollte, spielt auch gar keine Rolle. Man verteidigt sich. Wenn man Pech hat, ist der Angreifer Ausländer und man ist direkt rechtsextrem. Furchtbar. Ja, furchtbar. Absolut furchtbar sogar. Absolut. Ja, und wenn das jetzt hier in Deutschland passieren tut, dass sich da irgend so ein Ali auf den Schlips getreten fühlt und dann gehen alle Alis hin und holen sich doch den Murat dabei und dann sagen sie mal hier, so, wir machen jetzt so das gleiche wie in Frankreich, jetzt gibt es hier in Deutschland auch mal richtig Randale. Weil mittlerweile muss man ja sehen, die armen Kerlchen sind ja nur noch Flüchtlinge zweiter Klasse. Ja, zweite Klasse Flüchtlinge, seitdem das mit der Ukraine da ist und die Ukrainer hier hinkommen. Weil die Ukrainer kriegen ja nun wirklich alles verbuttert. Die müssen nicht kein Flüchtling sein, da stehen direkt Häuser zur Verfügung. Nee. Doch. Es stehen Häuser zur Verfügung. Du kannst ja nicht von so einem Ukrainer erwarten, dass er mit einem Syrer oder Afrikaner oder sonst wem zusammen im Flüchtlingsheim wohnt. Bist du denn wahnsinnig? Die Armee des Wendler vergewaltigt. Wieso denn, Mädel? Also bei mir in der Nachbarschaft, da wohnt auch jetzt so eine ganz liebe Familie aus der Ukraine. 3 Frauen, 2 Männer und eine Handvoll Blatt. Und die Männer dürften gar nicht da sein, die hatten ja Ausreiseverbot. Also schick die mal zurück, die sollen ihr Land verteidigen. Kriegen auch einen Knüppel von Deutschland mit. Keinen Panzer, keine Knarre, nur einen Knüppel. Also Freunde, denk mal drüber nach, ob sowas hier auch bei uns passieren kann. Dass wir Asylanten uns mal aufs Dach steigen. Ganz koscher ist mir ja bei dem Gedanken mal nicht. Und wenn man überlegt, wie viele Leute schon im Freibad Angst haben, gerade die Mädels, oder wie viele Omis abends Angst haben, über die Straße zu gehen, weil da so viele Schwarzfüße rumlaufen. Immer vorsichtig sein, was du sagen tust. Ne? Am besten schön als Deutscher die Straßenseiten wechseln. Wenn das nicht geht, weil auf beiden Seiten die laufen, am besten auf Taten rumdrehen, andere Richtung. Nur nicht riskieren. Nicht, dass du eins auf die Schnauze kriegst und nachher heißt es, du bist rechts, weil du hast rotes Blut geblutet. Ne? Musst du mal gucken. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben.